Es gibt nichts Negativeres als Hass. Es gibt keine bessere Praxis als Geduld. Daher sollten wir uns ernsthaft bemühen, auf verschiedene Weise Geduld zu üben. Wenn wir den Schmerz der Wut im Geist belassen, werden wir in unserem Geist keinen Frieden erfahren. Ohne Fröhlichkeit und Freude zu erlangen, können wir weder Schlaf noch Ruhe finden. Lama Sönam rezitiert Verse aus dem Bodhicharyavatara, zu Deutsch Anleitungen auf dem Weg zur Glückseligkeit. Einmal in der Woche trifft sich in der Kölner Südstadt eine Gruppe deutscher Buddhisten, um unter Anleitung tibetischer Lamas diesen für das Denken des späteren Buddhismus zentralen Text zu studieren. Shantideva, ein südindischer Mönch aus dem 8. Jahrhundert, erläutert darin die Entwicklung von liebender Güte, Mitgefühl, Großmut und, wie eben gehört, Geduld. Hatte der ursprüngliche Buddhismus Theravada das Augenmerk seiner Anhänger auf Einsicht gelenkt, so betont der von den Tibetern vertretene jüngere Mahayana-Buddhismus demgegenüber den Vorrang von Mitgefühl mit den leidenden Wesen und verehrt folgerichtig einen anderen Heiligentypus, erklärt Axel Pelger, der den Lamas als Übersetzer dient, den Typus des Bodhisattva. Die Bodhisattvas sind Heilsgestalten im Mahayana-Buddhismus, die auf dem Weg ihrer Entwicklung zwar bereits schon so weit sind, dass sie die Erleuchtung erlangt haben, die aber sich gewissermaßen nicht ins Nirvana verabschieden, sondern in Samsara oder in der Welt bleiben, um den Wesen, die dort leiden und leben, helfen zu können. Also sie verkörpern im Prinzip das vollkommene Mitgefühl der Buddhas. Ein Bodhisattva verzichtet also auf die eigene Erlösung aus dem Daseinskreislauf und leistet das Gelübde, erst dann ins Nirvana einzugehen, in die Todlosigkeit, wenn er oder sie alle anderen Wesen aus dem Kreislauf herausgeführt hat. Wie man ein Bodhisattva wird, eben dies erklären Shantidevas Anleitungen zur Glückseligkeit. Neben den im ursprünglichen Buddhismus geübten Ruhe- und Einsichtsmeditationen kennt das Mahayana, das große Fahrzeug, das alle fühlenden Wesen über den Ozean des Leidens tragen soll, eine Fülle von Riten wie Opfergaben und das Rezitieren von Mantren und, erklärt Dagmar Neukirchen, den im Abendland praktizierten unmittelbaren Dialog mit dem Heiligen. Das Gebet. Man identifiziert sich auch mit dem Heiligen und da betet man schon sehr viel und man versucht auch, dem Heiligen so nahe wie möglich zu kommen. Und das ist auch nicht viel anders, als wenn man jetzt Jesus nimmt. Wenn man den jetzt als Vorbild nimmt, dann ist das im Buddhismus auch nicht anders. Ich habe auch Jesus immer noch als Vorbild, als großen Bodhisattva. Die Nüchternheit und Strenge der ursprünglichen Buddha-Lehre weicht in der späteren Entwicklung einer ausgefeilten Ritualistik und Philosophie, einem schwer überschaubaren Pantheon an Schutzgottheiten, Bodhisattvas, historischen und mythischen Buddha-Gestalten. Die indischen Lehren des großen Fahrzeugs mischen sich dabei mit dem alten Schamanismus Tibets. Es entsteht ein ganz neuer geistiger Kosmos von anziehender Farbigkeit und geistiger Wärme. Eben diese Qualitäten sind es, meinen Andrea Puccea und Dagmar Neukirchen, die den tibetischen Buddhismus im Westen zur erfolgreichsten aller buddhistischen Traditionen machen. Hauptsächlich erstmal die ganze Warmherzigkeit, das Mitgefühl, was eigentlich den Buddhismus, den tibetischen Buddhismus auch so prägt. Das merkt man einfach, das spürt man. Also ich brauche auch nur ein Bild vom Dalai Lama anzuschauen, dann bin ich schon glücklich. Ich bin doch sehr bunt in meiner Fantasie und sehr lebhaft auch und habe auch gern bunte Sprache und bunte Bilder. Und vielleicht kommt das auch aus der katholischen Richtung eher, obwohl die Tibeter nehmen noch andere Farben. Und das hat mich dann erstmal abgestoßen, aber auch gleichzeitig angestoßen, weil die Bilder mir fremd waren. Aber mit Mal und Mal hat es mir einfach gut getan. Ich merkte, dass auch durch die Rezitation meine Stimme, meine Stimmung besser wurde. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich heute überhaupt ja so viel Lebensfreude habe. Gadan Dewan Mithala Nyime Wonshin Demen Yuh.